Golden Wings versus Service Plus. Ach, wie süß sie es gesagt hat. Der Secret Service ist wieder da und stärker denn je. Secret Service Plus. Was habt ihr denn für ein Team-Level? Schwach. Okay, 45. Ist okay. Kann ich mitleben. Warum? Obwohl, nee. Ist okay. Ich dachte erst, warum ist sie nicht in Zus Mutter Tour? Aber alles okay. So. Ich hoffe, der Axel kommt da noch dran. Jawollo. Hauen wir direkt einen Feuersturm rein. Bei den guten Iron Wall. Ich hoffe, wir verglühen sein Iron. Sein Eisen. Seine Eisenwand. Ja, seht ihr, so einfach ist es. Sehr gut. Tor! Tolles Tor! Ich glaube, für die Anfänger in der Tour sollte es momentan keine Probleme geben. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Tour das so extrem war mit den ganzen Voraussetzungen. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass da auf jeden Fall noch Spiele kommen, ganz sogar viele Spiele, wo man halt keine Torschüsse benutzen durfte. Nicht passen am Laufen. Einige der Secret Service habe ich ja auch schon in der Hot to Scout bearbeitet. Da, 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 da. So, Feuersturm. Ich glaube, dann können wir Axel eigentlich auswechseln. Weil der ist jetzt ausgebrannt mit seiner TP. Der hat nur noch 30. Ja, damit kann er wahrscheinlich nichts Großartiges mehr tun, aus seiner heißen Phase. Dann wechseln wir ihn aber erstmal aus. Tolles Tor! Tolles Tor. Peng drin. Eine unerwartete Wendung. Was haben wir denn? Wir haben Xeno, komm mal rein. Ja, warum denn nicht? Xeno, komm mal rein. Feuer gegen Feuer. Sehr. Sein Meteorschlag kann auf jeden Fall. Oh, schade. Kann auf jeden Fall noch ein Level-Up vertragen. Ich mach mal nichts. Tango kommt. Okay. Firepool mit Tari. Ich verstehe. Ich mach mal wirklich nichts. Ballzauber. Nope. Okay. Oh. Das war jetzt nicht so schlau. So, hol dir den Ball. Yes. Okay, sehr gut. Wir schießen. Ja, Meteorklinge. Meteorklinge plus 2 bitte. Wäre ganz schön. Wird auch mal Zeit hier. Wir sind in Element Nachteil, sehe ich gerade. Er ist ein Erdspieler, aber Härteblock, wollte ich sagen. Härteblock ist jetzt nicht so strong. Das sollte man easy hinkriegen. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, in welcher Tour man sich quasi immer befindet, sieht man das ja auch im Thumbnail. Für die Leute, die sich fragen. Auch unten in der Beschreibung sind auch die Orte, aber das sind noch nicht die Voraussetzungen, ne, drin. Habe ich dann gelesen. Ich habe nur gesehen. Man sieht nur, wo die, also sind nur die Orte oder welche Touren es gibt. Ha. Naja, ich mache ein Video und dann passt das auch schon wieder. Also. Ah, schade. Ich hatte gehofft, dass ein direkter Schuss kommt. Dann hätten wir vielleicht mit Adlerflug nochmal was machen können. So, ablocken, Dirk. Komm schon. Yes.
brauchen. Ich schieß mal jetzt, weil wir haben 30 und wenn ich gelaufen wäre, hätte der Schiri wahrscheinlich abgepfiffen. Höchstwahrscheinlich. Aber so kann der Schiri jetzt nicht einfach abpfeifen, das wäre unfair. Holen wir uns noch ein 4-0 vor der Halbzeit. Sehr schön. Tolles Tor. Weiter spielen natürlich hier. Alter, ich bin aber auch gespannt auf Go 1 und 2 wieder. Aber das wird ja eh noch dauern, bis ich dort die Touren anfange. Ich möchte erstmal die Touren hier fertig kriegen. Bevor ich mich an die beiden Spiele ranwage. Aber die Autoscouts werden wahrscheinlich früher kommen. Da muss ich auch. Ja, ich glaube, ich muss halt ein paar Spiele spielen, um überhaupt die Autoscouts zu machen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Weil sonst kann ich die Spieler nicht scouten. Aber ich versuche dann halt nur einen Rang B mal zu holen. Und dann, sobald die Touren anfangen, zählt das ja. Welchen Rang ich habe. Besonders so, wenn man halt jetzt zum Beispiel Wall Academy Rex oder Sneo sich holen möchte, brauche ich ja auf jeden Fall den Schimmerschal und den, oder halt das Royal Buch. Das Item, wo man halt die Leute mit rekrutieren muss. Und dafür muss man halt in der Tour tatsächlich die Mannschaften besiegen. Dann ist es, das ist halt das Problem. Ich könnte es rein theoretisch schon alles voraufnehmen, aber das Problem ist, währenddessen möchte ich eigentlich mein Team vorher haben. Das ist so das Problem. Man kann das Team nicht mehr so gut aufbauen wie in den Teilen. Das finde ich so doof gemacht. Hier in den Teilen kann man das Team, die ganzen Leute kann man einfach scouten, bevor man irgendwie anfängt, die Touren zu machen. Das war zumindest in Teil 3 auch eben so. Naja, zumindest nicht ganz. Da musste man schon gegen die in der Tour spielen. Oder war das? War das in der Tour? Man musste auf jeden Fall. Oder war das? Ich bin jetzt echt durcheinander. Musste man da die Nummer in der Tour herausfordern, damit man sie abwerben konnte? Oder war das direkt nach der. Alter, ich bin so vergesslich, was das angeht. Ich bin da echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall dann da nicht möglich, das Team vor der ersten Tour freizuschalten. Außer man nimmt halt das Standardteam oder irgendwelche No-Name-Charakter. Aber wenn man zum Beispiel Sneo oder so haben will, muss man ja erstmal bis Alpine die ganze Reihe durchspielen, damit man überhaupt dort ankommt. Oder Mirage oder wie auch immer. In Go 2 ist es ja auch nicht anders, wenn man da die Spieler holen möchte, wie Beta, Alpha, Beta, Gamma, muss man auch erstmal in der einen Tour bis zu den Spielen kommen, um da das Item rauszuholen. Also finde ich nicht so gut gelöst. Man kann das Team immer nach und nach aufbauen. Erst wenn man alles quasi durch hat, hat man eigentlich sein Team. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Naja. Das werde ich dann wohl so machen, dass ich wahrscheinlich doch gucke, das How to Scout und das Team so aufbaue. Und dann fangen wir quasi von vorne an. Ist ja nicht das Problem. Es tut ja keinen weh. Oh
Härter, bla. Das Gute daran ist, da ich ja das alles schon bereits schon einmal durchgemacht habe, kann ich meine eigenen Videos schauen, wie ich nochmal was freischalte. Da ich ja Eissturm alles gemacht habe, jede einzelne Tour, jedes einzelne Spiel. In Kettenblitz habe ich jedes Spiel, da kann ich auch nochmal gucken mit den Tickets, wo die nochmal waren. Gut, da gucke ich in meiner Beschreibung, da steht es ja, wo die nochmal zu fanden sind, wo Touren sind. So wie in Go. Licht habe ich auch alles, auch die ganzen Tickets. Und halt auch in Go. Donnerknall habe ich ja auch alles zu 100%. Also was die Touren betrifft. Da gab es ja ein Ticket, was ich selbst herausgefunden habe, wie man es bekommt. Das habe ich nirgendwo online gefunden. Bam, bam, bam. Das war eine richtige Teamleistung. Oh, 7-0. Reflexmission gescheitert. Ich hoffe mal, die geben jetzt etwas mehr Erfahrungspunkte. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Und wir bekommen ein Edeltrikot. Okay. Ja, dann. Mal schauen, wie es aussieht. Vielleicht passt das besser zu dem Wappen. Ja, schauen wir mal. Ansonsten, wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr es mich gerne wissen lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren, Like da lassen und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spiel. Also, bis dann!